think you should. Freunde, ich höre mal wieder auf den LeaksUK.meinPlay.me-Server. Echt, das ist so ein unnormaler ich so mega froh, wenn ich noch mal drauf sehen könnte. Die EP, die findet ihr natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Ich benutze in diesem Video übrigens den Owner-Rang, Freunde. Den könnt ihr euch leider nicht bei uns im Shop besorgen, da wir keinen Shop haben. Aber ich benutze in diesem Video eben den Owner-Rang, Freunde. Jetzt haben wir wieder ein Haus, was pur aus Diamantblöcken steht. Und wir sehen hier auch schon, dass hier eine unnormale Anzahl an Schweinen herumläuft, was ja schon mal gar nicht sein kann. Denn warum sollen ja auf einmal so viele Schweine erscheinen? Und die sind auch noch alle im Umkreis von diesem Haus, Freunde. Das kann ja schon mal nicht sein. Ich bin jetzt hier in Game Mode 3, Freunde. Und ich gehe jetzt in dieses Haus hinein und da haben wir hier schon mal jemanden. Ja, wir sind gerade im Chat. Glücklicherweise ist er wohl gerade ab AFK gegangen. Der Super Vectoring. Haben wir wirklich richtig Glück, Freunde, dass der jetzt AFK gegangen ist. Da es jetzt langsam Nacht wird, mache ich lieber mal Tag hier, Freunde, damit wir was sehen. So, Freunde, also wir sehen hier schon mal Kisten. What the fuck? Was ist das? Eine große Truhe voller Diamantblöcke. Das kann auch nicht sein. Und das ist alles gesteckt. Bedeutet nicht einmal irgendwie 63 oder so. Nein, alles 64. Als ob er nie irgendwas herausgenommen hat, Freunde. Das kann auch nicht sein. Dann schauen wir in die nächste Kiste. Dann sehen wir hier, Freunde, schon wieder ein paar Stacks Diamantblöcke. Zum Glück nicht so viele, aber es sind trotzdem Stacks Diamantblöcke, Freunde. Das kann ja schon mal wieder gar nicht sein. Dann sehen wir hier schon wieder Stacks Diamantblöcke. Ey, Freunde, was ist denn hier los? Was ist das für ein Typ? Ey, diese Diamantblöcke, die können doch nicht real sein. Weil ich sag's nochmal, es sind Diamantblöcke. Es sind keine normalen Diamanten, sondern es sind Diamantblöcke. Und ein Diamantblock entspricht 9 einzelnen Diamanten, Freunde. Und was haben wir hier in der Kiste? Oh, wieder Diamantblöcke, aber diesmal auch Rüstung. Ja, ja, natürlich, natürlich. Wieder die krassesten Enchantments, die es gibt, Freunde. Das kann auch nicht normal sein. Dann hier zwei Rüstungsstellen, wieder mit enchanteten Rüstungen. Kann ich da irgendwas schauen? Nein. Der hat natürlich auch was an. Ist ja klar, wie soll es auch anders sein, Freunde. Und hier enchantet er alles. Und hier die Spawner, Freunde. Und die Spawner sind im Haus, aber die Schweine spawnen außen, Freunde. Das bedeutet, es muss auf jeden Fall ein Hack sein. Denn wenn die Spawner innen sind, müssten die Schweine auch innen spawnen, Freunde. Deswegen ist es ein asozialer Hack. Also steht hier, ich hasse diesen Server. Ey, Freunde, das kann doch nicht wahr sein. Er schreibt, er hasst diesen Server, aber spielt dann trotzdem darauf und muss uns auch noch so aufregen mit seiner Hackerei. Freunde, das kann doch nicht wahr sein. Und hier TNT natürlich. Hier Lava, was auch immer das soll. Also, der will anscheinend zeigen, dass er richtig krass ist, dass er richtig viel Stuff hat, Freunde. Und hier Raum des Grauen. Freunde, ist das nicht Bedrock, Freunde? Das schaue ich mir schnell an. Ich bin im Vanish. Keine Sorge. Und tatsächlich ist es Bedrock, Freunde. Das kann man im Survival-Modus auch nicht bekommen und auch nicht abbauen irgendwie. Also muss das auch wieder erhackt sein, Freunde. Es kann gar nicht anders sein. Was haben wir hier drin? Natürlich Lapis-Lazuli-Blöcke, Freunde. Es sind auch wieder ganze Blöcke und natürlich auch überall 64. Freunde, das ist doch nicht normal. Mit kann er natürlich dann hier enchanten. Ich schau mal in sein Inventar, Freunde. Leute, ich gebe einfach schnell den Befehl ein. Inf C Super Vectoring, Freunde. Also sehen wir hier natürlich wieder voll enchantete Sachen hier. Hier wieder Diamantblöcke und hier diese Treppen hier. Natürlich auch 64, also ob er vorher irgendwie, wenn er gefarmt hätte, die genaue Anzahl, die er hier gebraucht hat, erfarmt hat. Oder den Rest einfach weggeschmissen hat, weil er sowieso sich genug erhacken kann, Freunde. Also dieser Typ, ey. Wir müssen ihn auf jeden Fall bestrafen, Freunde. Wir werden den gleich mal richtig geil schonen, Freunde. Ich werde mir jetzt einen richtig krassen Hack-Client installieren, mit dem ich ihn dann ein bisschen verarschen werde, Freunde. Dann sehen wir uns gleich nach einem kurzen Cut wieder, bis ich alles installiert habe. So, Freunde, ich habe den Hack jetzt installiert. Ihr seht, ich habe jetzt hier den Spawn-Check und den Lava-Hack, Freunde. Und zwar ist auch zufällig unser Super-Vectoring hier wieder aufgetaucht. Er ist wieder da, wie man auch hier im Chat sehen kann. Er ist wieder da.
Und jetzt hat er auch noch einen Fly-Hack drin, also Freunde, dieser Typ ist so asozial, das ist nicht normal. So. Ja, dann würde ich sagen, wir machen das jetzt einfach mal, dass wir den Spawnstack aktivieren. Und dann gehen wir jetzt in den TS, weil er ist zufällig, während ich das alles gesehen habe, auch noch auf den TS gekommen. Das ist wirklich reiner Zufall, keine Sorge, es ist nichts abgesprochen oder so, Freunde. So, jetzt haben wir sein schönes Haus erstmal in Schwammblöcke verwandelt, Freunde. Also, hier. Jetzt ist alles raus Schwämmen. Das wird das Inatra erstmal denken, was soll denn das jetzt? So, Freunde, deswegen werden wir jetzt zu ihm in Teamspeak gehen und ihn so ein bisschen befragen. Hallo? Was ist mit meinem Haus passiert, Mann? Du hattest ja ein Haus komplett aus Diamantblöcken, für die man monatelang farmen müsste. Ja, das hab ich ja gemacht. Ja, und deshalb sind in jeder Kiste so viele Stacks Diamantblöcke und nirgendwo eine andere Zahl als 64, da alles 64. Nicht mal 63 oder 32 oder so. Ist halt so, mein Gott. Ja, und wo kriegt man denn überhaupt ein Survival Mode Monster Spawner oder Bedrock her, hm? Ich dich an, du Spaß! Dein Grundstück bleibt so, Basta! Und du bist so ein Lappen, da brüchst du dir nur hin! Tja, dann mach ich es wieder weg, du asoziale Ecker! Ich bin kein Ecker, du Vollpfost! Ey, du, beleidig mich doch einmal und es gibt Konsequenzen, Junge! Mach du auch den Scheiß nicht um mich hin, Junge! So, jetzt reicht's mir, Freunde! Und was Besseres kannst du nicht, oder? Verpiss dich von meinem Server! Beleidige noch einmal meine Community und es kracht! Was denn, TNT? Das wird mich hier, Leute! So, Freunde, mir reicht es jetzt vollkommen! Oh, kannst du nichts Besseres? Oh, warum ist das disconnected? Freunde, ich weiß nicht mehr, was ich mit dem Typen machen soll, Freunde. Was würdet ihr denn machen, Freunde? Schreibt es in die Kommentare, Freunde. Also, ihr habt gesehen, was das für ein asozialer Hacker war. Jetzt habe ich ihn zum Glück gebannt. Die Schweine werde ich jetzt gleich erstmal irgendwie wegmachen müssen. Aber, Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge wie immer gefallen. Und ich hoffe, dass wir den asozialen Hacker hier ein für alle Mal beseitigt haben. Das war so ein asozialer Typ, das ist nicht normal. Wie schon gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr gemacht hättet an meiner Stelle. Und kommt gerne auf den Link zu craft.mip.me, aber ich würde mich mega freuen. Und tschüss, Freunde.